Und damit einen wunderschönen guten Morgen aus Finnland. Willkommen zu unserem zweiten Vlog aus Finnland. Wir sind jetzt circa, ich glaube, so 200 Kilometer vor Helsinki. Wir haben jetzt noch ein paar schöne Spots vorher. Wir wollen nochmal einen Nationalpark besuchen. Wir sind hier im Seengebiet, das heißt, hier sind irgendwie tausende Seen. Deswegen wird ja auch Finnland das Land der tausend Seen genannt. Wir haben gerade so ein bisschen geputzt. Wir haben schönes Wetter. Die nächsten Wochen oder die nächsten Tage sehen sehr gut aus. Es soll schön bleiben. Endlich. Wir bleiben heute hier. Wir wollen mal ein bisschen schön das Wetter genießen, die Sonne. Wir haben so ein paar kleine Projekte, die wir heute machen wollen. So, Projekt heute Numero Uno. Was war das erste Projekt? Das haben wir leider nicht gefilmt. Das haben wir nicht gefilmt. Ich habe mal ein bisschen in meiner Bastelkiste gekramt und habe mein schwarzes Washi-Tape genommen und diese ganzen Löcher, die wir hier vorne hatten, zugeklebt und da oben und hier an der Seite. Und ich meine, schön ist das hier vorne eh nicht, darum finde ich, das muss jetzt eh nicht perfekt aussehen. Und wir haben eine Kiste gekauft. Und wir haben diese coole Kiste gekauft, genau, für unsere Fahrt, damit das irgendwie alles nicht so rumschwirrt. Die könnten wir noch ein bisschen festkleben unten. Okay, was willst du jetzt machen? Und jetzt wollen wir mit meinem Etikettiergerät hier so ein paar Sachen beschriften. Das haben wir bei Instagram bei jemandem gesehen. Das sah ziemlich cool aus. Und ich starte mal. Wir starten. Project Numero 2. Ne, ich weiß gar nicht. Ist eigentlich immer noch dasselbe Projekt, aber ist ja auch eigentlich egal. Wir haben hier diesen coolen Sticker, der, ja, der ist eigentlich nicht ganz so schön. Ich meine, das Statement ist cool. Den haben wir eigentlich da auch nur hingeklebt, weil da vorher mal irgendwas anderes geklebt habe. Das wurde abgerissen und dann ist da der Lack, also das ist ja alles lackiert, mit abgegangen. Deswegen haben wir da irgendwas anderes drüber kleben wollen. Wir hatten nur diesen großen Sticker. Der nervt uns jetzt aber auch ein bisschen und da wollen wir jetzt auch mal irgendwas Cooleres hinmachen. Statement bleibt natürlich dasselbe. I will show it to the camera now. Wir haben hier so einen hässlichen Bereich überklebt, wo so Stickerreste und Lack gefehlt hat. Haben da unser Statement draufgeklebt. Eat Food Not Friends, ganz wichtig. Und dann haben wir hier alles markiert. Also einmal Zusatzheizung, Front. Heizung, Belüftung, nee, Zusatzbelüftung und Frontbelüftung, Licht, Nebel, Heizung und hier in der Mitte noch Fußraum und Front. Und hier haben wir auch noch mal ein kleines Statement, unser Home is where you park it. Wenn man was schafft, was man schon Ewigkeiten vor sich her schiebt, dann ist das so ein gutes Gefühl. Ich habe heute endlich mal die Finanzaufteilung gemacht vom ganzen Umbau. Das heißt, es wird auf jeden Fall das Finanzenvideo bald geben. Und die lieben Leute von My Custom Van haben uns gerade per Videobotschaft erklärt, wie man einen Keilriemen spannt. Und das wird André jetzt mal versuchen. Damit haben wir nämlich ganz schöne Probleme. Der quietscht so sehr, manchmal, also ja, manchmal ganz schön dolle. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Da ist die Arretierschraube. Lagst du hier in deinem Leben schon mal unter einem Auto? Nee. Kleines Update, also irgendwie geht's nicht. Und wir müssen dann wohl doch nochmal in den Baumarkt und was anderes holen. Und bevor wir es vergessen, euch zu zeigen, hier stehen wir die Nacht. Und es ist kurz vor Sonnenuntergang. Das heißt, da werde ich nachher nochmal die Drohne steigen lassen. Weil das sieht ganz schön cool aus mit der Brücke da. Und das ist ein schönes Plätzchen. Hier haben wir jetzt schon ein paar Tage gestanden, weil hier sind so kleine Einbuchtungen und da kann man schön ins Wasser gehen, ein bisschen in der Sonne chillen und gucken wir mal, was Laura da macht.
Was eine Ironie des Schicksals. Wir schreiben heute Morgen mit einer bei Instagram, die uns nach Strom fragt und fragt, ob wir ausreichend Strom haben und ob wir schon mal hier eine leere Batterie haben, ob wir am Außenstrom angeschlossen sind. Und wir haben gesagt, nee, ist alles super, wir brauchten noch nicht einmal an Außenstrom angeschlossen sein und haben immer genug Power gehabt, selbst bei Regentagen. Ja, und jetzt ist auf einmal unser Strom weg. Ja, echt eine Stunde später und es geht nichts mehr. Cool. Na, uns ist halt draußen echt schön, aber wir stehen halt so, ja, im Wald. Ja, so haben wir uns unseren Tag heute irgendwie nicht vorgestellt. Wir haben heute Morgen schön geplant, ja, wir bleiben dann noch, gehen schön an den Strand oder am Strand an den See, chillen, machen einen gemütlichen Tag. Ja, und dann war unsere Batterie alle. Das heißt, wir mussten irgendwie in Richtung Sonne fahren, haben dann einen Platz gefunden. Der ist aber echt nicht so schön gewesen. Und eigentlich wollten wir auf dem Weg nach Helsinki noch zu einem Nationalpark. Da sind wir jetzt auch gerade, weil den wollten wir schon gerne mitnehmen. Bloß hier drings herum gibt es irgendwie nicht so schöne Stellplätze. Deswegen machen wir praktisch heute schon den Nationalpark und fahren dann heute noch weiter. Aber das haben wir uns irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Die Flasche ist gerade mitten beim Kochen ausgegangen und darum müssen wir jetzt improvisieren und machen stattdessen Sommerrollen und zwar in kalt, also gibt es keine Asia-Pfanne. Und wir haben übrigens eine richtig süße neue Pflanze und André schneidet uns Holz, damit wir wenigstens noch auf dem Feuer Wasser kochen können. Das hier ist jetzt das Ergebnis unserer Improvisation. Naja, geht schlechter. Mann, das hätte halt an keinem anderen Ort blöder passieren können als hier. Hier ist halt weit und breit nichts in der Nähe, wo man halt Gas auffüllen kann. Wir haben was gefunden, das ist in der Nähe von Helsinki. Das kostet aber 40 Euro anscheinend. Und 40 Euro für eine Gasflasche, was in Deutschland, keine Ahnung, was kostet das? 15, das wissen wir ja gar nicht. 13 oder so? Ist halt echt nicht teuer. Aber wir wussten, dass es irgendwann passieren wird, aber ich habe noch nicht jetzt damit gerechnet. Wir haben es geschafft, hoffentlich. Hast du was dazu zu sagen? Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Ich hoffe, dass es auch hilft. Heute geht's nach Porvo. Morgen. Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. The Navigator hier. Yes. Yes, we have to go that way and I have to turn left, right? I have to go straight down the street until we turn left again. Ui, oh, ist das eine hübsche Straße. Komm. Komm. Hallo. Oh Gott. Ja. Boah. Einem alten Aberglauben zufolge hat der Teufel höchstpersönlich die Felsformation in der Gasse
Kulukuja modelliert, die einer Treppe ähnlich sehen. Am oberen Ende der Treppe gibt es einen schönen Aussichtspunkt und nebenan einen kleinen Park. Kinder. Wow, los! So, Porvo gefällt uns immer besser. Wir sind jetzt hier am Fluss entlang und hier wachsen einfach wilde Himbeeren. Wie geil ist denn das? Guck mal, wie viele wir schon gefangen haben. Wie viele Beeren wir schon gesammelt haben. Es ist mittlerweile Abend geworden. Wir haben nochmal den Platz gewechselt, weil wir haben hier vorne so einen coolen Parkplatz entdeckt. Der ist zwar nur für Busse, aber ich meine, wir sind doch im Bus, oder? Nein, Quatsch, der ist bis 16 Uhr nur für Busse von 9. Das heißt, wir können hier ganz gemütlich stehen bis morgen früh. Die Dachluke ist noch offen. Ja, macht zu. Ja. Und das Coole ist, wir gucken halt genau auf die Altstadt von Porvo. Ja, da hinten ist sie. Wir gehen jetzt gleich nochmal so ein bisschen durch die Stadt, mal den Sonnenuntergang genießen und das wird richtig geil, glaube ich. Ich würde sagen, das war das Wort zur Nacht, oder? Sag mal gute Nacht. Gute Nacht. So, Freunde. Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Und zwar hatten wir mit Oskar Probleme. Der ist beim Anspringen, hat er so richtig laut geruckelt. Ja, vielleicht nochmal von vorne. Okay. Also, wir hatten relativ wenig Öl drin. Und wir haben gestern Öl nachgekippt. So, und seit heute Morgen auf einmal haben wir Probleme. Der Motor hat übelst krass geruckelt beim Starten, also im Leerlauf. Und wir haben halt die ganze Zeit gedacht, hat das was damit zu tun, haben wir vielleicht das Öl reingekippt, aber das haben wir auf jeden Fall nicht. Sondern jetzt sind wir gefahren auf der Landstraße und sind auf einmal ziemlich liegen geblieben, weil ich konnte auf einmal kein Gas mehr geben und es ging nicht weiter. So, genau, und dann, so. Genau, jetzt und dann ist André nach vorne gegangen, hat da irgendwie geguckt und so getan, als wusste er irgendwie, was er zu tun hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er da ziemlich lange irgendwie geguckt. Und auf einmal hält ein Auto mit zwei Männern und die steigen aus und gucken und haben irgendwie so ein bisschen was, ich weiß gar nicht, was die gesagt haben. So, dann kommt noch ein Mann, der einfach Automechaniker ist. Der spaziert hier rein, kennt sich total aus, nimmt hier diese Klappe ab, guckt kurz und sagt, ja, da ist ein Loch im Dieselschlauch. Ja. Eine Kraftstoffleitung. So, und dann kam noch ein Auto mit zwei Männern und die hatten dann auf einmal so ein Stück Schlauch. Und dann hat der zweite Mann, der kam, halt einfach uns das hier ausgewechselt, mitten auf der Straße. Und wir konnten unser Glück kaum fassen, haben uns bedankt und er so, ja, okay, ciao. Und ist weggefahren. Oh mein Gott. Wie ein Kätzchen. Ist alles wieder gut. Das ist alles wie immer. Oh Gott, also ich weiß gar nicht, wie man so ein Glück haben kann, dass man hier steht und auf einmal hält ein Automechaniker, der kein Problem damit hat, hier kurz mal eben so einen Schlauch. Vor allem, er hat den abgeschnitten, so ein Stückchen, und den dann irgendwie da wieder repariert, keine Ahnung. Auf jeden Fall einfach richtig heftig und so krass, wie nett einfach die Leute sind. Und es ist so traurig, dass man immer irgendwie, keine Ahnung, vom Schlechten ausgeht, obwohl die Leute einfach so nett sind. Ah, okay, wir fahren jetzt weiter. Wir sind jetzt gerade bei Ikea,
weil unser Gas ja leer ist und wir haben jetzt einmal IKEA-Hotdogs als warme Mahlzeit eingeplant. Ist das traurig und armselig? Nö, ist geil. Aber ich will zwei. Drei. Ja, wir lassen es uns schmecken. Wir sind jetzt in Helsinki und wir sind von unserem Parkplatz ungefähr schon so 4 Kilometer in die Stadt gelaufen. Und auf jeden Fall waren wir jetzt gerade ein bisschen überfordert, wo wir überhaupt hin sollen. Und jetzt haben wir uns in der Touristeninfo wieder so Walking Guides geholt. Und jetzt laufen wir erstmal zu einer Markthalle, wo wir uns was zu essen holen. First things first. Und dann laufen wir diese eine Historical Tour. Und jetzt wird erstmal gegessen. Da drin. Nom 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 nom. Super Fail. Mega Fail. Wir sind extra hierher gekommen, um Pulled Oats zu probieren. Eine Fleischalternative aus Hafer. Klingt mega abgefahren. Und den Laden gibt es natürlich da drin nicht mehr. Darum müssen wir jetzt nochmal zurücklaufen, von wo wir eigentlich kamen, um da das in einem Café zu essen. Aber machen wir, weil wir haben echt Hunger. Yes, endlich. Und dann gab es erstmal einen. Dann hatten wir schon Angst, dass wir nicht jeder einen kriegen. Aber here we go, ein Pulled Oats Bagel. Da sieht man es schon voll, ne? Großen Fähre fahren wir gerade. Und hier vorne steht ein Dödo, den wir schon mal ganz am Anfang unserer Reise in Flensburg gesehen haben. Und jetzt haben wir ihn einfach hier wieder getroffen. Ja, ich hoffe, man hört mich und der Wind ist nicht zu doll. Wir sind jetzt auf der Fähre und verlassen Finnland und damit auch Helsinki. Und wir hatten wirklich eine schöne Zeit. Also Finnland hat uns richtig, richtig gut gefallen. Und wenn ihr wissen wollt, wo es mit der Fähre hingeht, dann beim nächsten Mal nicht vergessen, unser Video einzuschalten. Und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Ciao! Oh, ja, unsere drei Handys. Jo, Digga! Wir sind rich boys and girls. Checke so ein bisschen the gram.